Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zur, ich habe wieder keine Ahnung, wievielten Episode unseres Conan Exiles Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich heiße natürlich wie immer zum einen dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Ich würde behaupten, dass wir uns diese Episode nochmal stark darum kümmern, mehr zwecks unserer Religion zu tun. Einfach damit wir da langsam mal die nächste Stufe bekommen bei unserem Freudendom. Ja, das wäre mir schon ein Anliegen. Damit einhergeht natürlich auch immer die Geschichte, dass wir uns im Idealfall ein paar Getreue ranholen, sobald die halt irgendwie nachspawnen auch, muss man ja auch immer dazu sagen. Wir könnten mal langsam eine Handvoll Käfer wieder ranholen, damit wir hier wieder mehr herstellen können. Wir können allerdings gerade mal 3 Brote herstellen, ansonsten gehört hier nichts von dem Zeug rein, das heißt, wir bringen das alles direkt mal nach drüben, verräumen das schnell und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal schnell unsere Eisenroute ab. Knacken da ein bisschen Eisen weg und schauen dann weiter, wie es aussieht. Ja, sobald unsere Spießgesellen hier in den umliegenden Geländen, nee, Lagern wieder gespawnt sind, werden wir natürlich wieder für die gehen. Das ist ja ganz klar. Pflanzenfaser kann hier mit rein, genau. Super, okay. Und dann holen wir nachher noch mit unserer Sichel schön einige Hände voll Insekten, würde ich behaupten. Jetzt aber, wie gesagt, erstmal, ich würde sagen, wir nehmen jetzt das Eisen mit, das Eisen unten, das wir ohnehin mitnehmen und das da hinten vielleicht nachher, wenn wir die, ja, falls die eben wieder respawnen sollten. Das wird sich zeigen, wie schnell sowas dann immer geht. Dann können wir, glaube ich, erste Herausforderungen abgeben, die wir jetzt letzte Episode gemacht haben. Die muss man dann ja auch immer noch einlösen, damit man die EP auch wirklich kriegt. Zumindest soweit ich das bis jetzt verstanden habe. Ja, ihr habt letzte Episode gesehen, war ein Schnitt drin, hier ist jetzt der Akku allerdings voll. Ich denke, da sollten die 29 Minuten oder 28 Minuten durchlaufen. Vielleicht hole ich mir noch irgendwie eine Fernbedienung, damit ich die Kamera ein- und ausschalten kann, ohne da so hingehen zu müssen quasi. Die ist jetzt nicht sonderlich weit weg von mir, ja, keine Sorge, aber ja. Oh, da fällt mir gerade auf, schaut mal. Hoffentlich ist das kein Problem. Wir brauchen ein Licht mehr. Ja, so ist besser. So ist definitiv besser. Ja, sonst ist nämlich hier unten so dunkel. Das seht ihr ja nicht, weil der Greenscreen nachher rausgeschnitten wird. Aber habe ich jetzt gerade vergessen, das zweite Licht anzuschalten. Dass da entsprechend noch ein wenig Darkness rauskickt. Das ist deswegen wichtig, ja, weil dann quasi einfach letzten Endes sich der Greenscreen besser rausschneiden lässt. Also falls jetzt die ersten circa 2,5 Minuten da so ein bisschen was unten durchgelinst habt, verzeiht bitte, war ein Fail meinerseits. Ja, hab das zweite Licht nicht angemacht. Ja. Sowas darf mal passieren. Wisst ihr, wie ich meine? Da bin ich auch cool mit. Sowas darf einfach mal geschehen. Aber wenn es mir die Aufnahmen jedes Mal smasht, das darf nicht geschehen. Das sehe ich einfach nicht mehr. Aber hier, ich bin mit Streamlabs sehr zufrieden. Alter, ich bin so froh. Ich glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie hart mich das in letzter Zeit abgefuckt hat. Das war schon... Puh, Alter, wisst ihr, wie ich meine? Ihr nehmt so, das Allerheftigste war ja vor jetzt circa 1,5 Wochen, als ich an einem Tag 9 Stunden aufgenommen habe und dann eine Episode hatte, plus die ursprüngliche Episode, die da davor ready war, die hat es komplett zerlegt. Das lag in dem Sinne wahrscheinlich nicht an Elgato. Ja, das war hier im Kenshi-Let's Play war das der Fall. Aber mit solchem Struggle muss ich mich jetzt erstmal eine ganze Weile lang nicht mehr rumschlagen, ja. Und das liebe ich. I love it. Hat da uns ein Kroko gespottet? Sollen wir das kleine Viech da beschützen? Vor diesem Crocodile? Hier, Crocodile, wie ist es? Du und deine Sir Crocodile-Lilies, ha? Haha, nicht mit uns. Well now, we call this the active male, ja. Yeah. Mhm, genau die 6 will ich hier schon mal schön, na, die Reptilienhaut mitnehmen, Alter. Okay, und dann geht's weiter, wir sicheln uns durchs Leben, der Timer läuft, tipptopp. Ich weiß gar nicht, ob der dann klingelt oder nicht, weil eigentlich ist mein Handy immer komplett auf einem unerreichbar. Das ist so mein Ding. Ja, ich soll mir jetzt auf Geheiß einiger Leute, die das langsam ein bisschen abfuckt, mal wieder mobiles Datenvolumen holen. Das hatte ich seit easy 2-3 Jahren nicht mehr, weil ich einfach gerne unterwegs unerreichbar bin. Das ist zwar hier und da ein bisschen doof, aber ich bin eh seltenst alleine unterwegs und wenn ich an der Uni oder sonst wo bin, dann habe ich da eh WLAN. Deswegen sehe ich es immer gar nicht so hart ein, mir irgendwie Datenvolumen zu holen. Könnte man auf Spotify zum Beispiel seine Playlists nicht runterladen, dann hätte ich Datenvolumen. Aber solange das der Fall ist und man die runterladen kann, warum sollte ich da Datenvolumen haben?
bin jetzt nicht so der Dude, der irgendwie unterwegs großartig. Also ich bin halt auch nie sonderlich lang unterwegs. Ja, würde ich jetzt vielleicht irgendwo jeden Tag eine Stunde mit dem Zug hinfahren müssen, wäre das natürlich eine andere Geschichte. Ja, das steht ja außer Frage. So, ja, schauen wir uns die Geschichte hier an. Wir dachten anfangs vielleicht auch noch eine ganz lustige Story. Wir dachten anfangs so, hey, okay, die RAM-Auslastung ist schon hoch, ja, weil Streamlabs schon ein RAM-Fresser ist. Und ich hatte ja 16 RAM mit, ich weiß nicht, ob es von euch Leuten ein Begriff ist, also ja, DDR4 und mit 3000 Megahertz. Und jetzt habe ich 32 GB RAM mit 3200 Megahertz und Junge. Also ich glaube, meine RAM-Auslastung ist gerade irgendwo bei 24%. Das ist schon ziemlich dope, ja. Also jetzt könnte ich, glaube ich, langsam auch, was weiß ich, sowas wie, wir könnten, glaube ich, easy auch Cyberpunk oder so hier auf meinem Channel zocken. Na, jetzt will ich aber erstmal hier mein Kenshi-Let's Play durchbringen, was ich ja eigentlich in den anderthalb Wochen, die ich mich jetzt mit Elgato und dem neuen Setup rumgeschlagen habe, machen wollte. Aber wisst Bescheid, ist jetzt geschehen, kann man nichts mehr machen, muss ich jetzt wieder aufholen, diese Zeit. Ist aber auch eigentlich kein Problem. Ich habe noch Stand heutige Aufnahme, circa anderthalb Wochen frei, bis es mit dem Studium wieder losgeht. Und dann geht es auch erstmal nicht so hart los. Ja, da geht es dann erstmal so ein bisschen los. In der Zeit kann ich schon noch ziemlich viel aufnehmen. Das werde ich auch tun. Ja, nächstes Projekt natürlich direkt, mich dann um Streamen zu kümmern. Da wird dann ordentlich Risk of Rain gezockt eine ganze Weile. Da bin ich mir sehr sicher, denn da gibt es sogenannte prismatische Herausforderungen. Und auf die habe ich jetzt schon immens Bock. Ja, das ist einfach quasi, ihr nehmt euch den Charakter eurer Wahl. Ja, von den, ich glaube, mittlerweile sind es 12 Charakter. Sind es 12? Sind es 14? Sind es nur 10? Ah, ich weiß das gerade nicht genau. Und das wird quasi bei jedem Durchlauf schwieriger. Also ihr kriegt immer mehr Debuffs oder so. Ja, und müsst mit denen dann halt quasi etwas schaffen. Zum Beispiel, jo, du hast noch die Hälfte deines Lebens, Verbündete, die du dir holst, im Sinne von irgendwelchen Drohnen, die dir helfen, sind affiner für Damage oder was weiß ich, solche Debuffs kriegst du da quasi rein. Oder deine Heal Rate ist halbiert oder dein Damage wird halbiert oder was weiß ich, irgendwie sowas, ja. Und damit da mal durchzuskaten wäre schon ziemlich cool. Darauf habe ich sehr hart Bock, weil das halt echt eine Challenge wird, ja. Also das verspricht eine wahrhaftige Challenge zu werden und will ich natürlich hin. Ist ja keine Frage. Nehmen wir hier noch Aloe mit. Genau, Aloe. Könnten wir bei unseren Fischen mal reingucken, ist jetzt aber gerade wurscht. Wir haben mehr als genug zu essen, weil wir uns eigentlich ständig darum kümmern, hier unsere Leute in den benachbarten Lagern wegzumachen. Und entsprechend kriegen wir von denen auch immer schön Menschenfleisch und dergleichen. Und mit Cannibalism in einem Game habe ich jetzt keine Probleme. Ja, das kann man schon mal machen hier so ein bisschen. Ja. Einfach mal ein bisschen Kannibale sein, das ist schon in Ordnung. So, dann schauen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich muss gerade mal darauf achten, wie viele Hände voll Insekten haben wir denn jetzt? 79, ja, sind schon wieder 8 solche Münzen. Brauchen wir aber noch mehr. Ach so, oh damn, wir sind schon wieder fast überlastet. Seht ihr mal, wie knapp das jetzt war. Das sind 99%, gell, ja. Okay, gut, gut, dass mir das noch so rechtzeitig aufgefallen ist, XD. Ja, der P, habe ich immer alles auf dem Schirm, so. So kennt man mich ja auch. Würde ich sagen. Schon cool, schon cool. So, wie sieht es hier aus mit dem Akku? Ja, der wird mir immer noch als voll angezeigt. Das ist doch klasse. Ey, die Qualität ist so godlike. Eigentlich habe ich durch das Update Elgato zu verbannen, glaube ich, einfach nur, ne, alles geiler gemacht. Mir gefällt nicht ganz so gut die Location von der Kamera, ja. Denn ich hatte davor mit der Webcam viel mehr Platz für mich. Schaut mal hier. Da hört der Greenscreen auf. Seht ihr, hier ist jetzt meine Hand halbiert. Und hier ist hier drüben, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Platz für mich. So, da muss ich mal noch schauen, wie viel ich da zwecks Zoom rausnehmen kann, damit aber trotzdem überall noch Greenscreen hinter mir ist. Aber das mache ich mal in einem, ist ja auch irgendwo unwichtig in dem Sinne. Solange ich hier so sitze und einfach zock, Hände an der Maus und Tastatur, dann ist ja alles cool. In dem Sinne mache ich mir jetzt da erstmal keinen Kopf. Das wird früher oder später schon cool sein, keine Sorge. So, dann können wir hier mal schnell. Ach so, man darf dann manches. Oh, man kann so überlastet sein, dass man auch gar nicht mehr mitnehmen kann. Das ist ja interessant. Schaut mal, dann hauen wir hier mal langsam Eisen wieder rein und legen mal mit Eisen wieder richtig los. Ha? Dafür haben wir gefarmt, Leute, dafür haben wir gefarmt. Kann man ja nicht anders sagen. So, zack, rein damit, Stein kann raus. Ziegel haben wir genug, die können wir direkt nachher mal drüben ablegen. Jetzt müsste ich hier irgendwas rein tun, damit. Okay, ja, 1000 Pflanzenfasern, die legen wir schnell ab.
schnell. Ja. Walken wir so ganz cool rüber. Da können wir schnell Stein ablegen, dann müsste eigentlich auch schon passen. Genau. Hier Pflanzenfasern, let's go. Aloe, let's go. Dann können wir da noch Sachen ablegen. Was haben wir noch? Arbeiter und Dingens. Biene. Ja, Kristall kann hier noch rein. Und sonst passt das erstmal. Reptilienhaut können wir ablegen. Samen können wir auch schnell storen. Können wir später dann nochmal mehr so Samensuppe draus machen, sobald es eben nötig ist. Genau, und sonst hier Sprengdrüse kann da mit rein. Dann würde ich sagen, ja, tun wir erstmal schnell hier noch das Fleisch rein, die Fleischfetzen rein. Lassen das mal wieder ein bisschen brodeln. Können da auch mal ein bisschen Fleisch mitnehmen langsam wieder, oder? Zack, let's go. Dann sieht unser Haushalt hier doch super aus. Haben wir alles schön gemanagt und so. Ah ja, genau, dann wollte ich ja noch unsere Herausforderungs-EP mal annehmen. Denn da haben wir doch jetzt was abgeschlossen. Genau, Belohnung anfordern. Let's go. Okay, Beeren sammeln mit einem religiösen Werkzeug. Leichen, genau, Piraten der Schöne. Kleinholz aus einer Steinnase machen. Ach so, ah ja, aus so einem Bär, das meinen die damit. Ich dachte jetzt schon, die wollen irgendwie, dass ich den abbaue. Guck mal, da sind Leute nachgespawnt, das ist ideal. Das heißt, wir holen uns direkt Knüppel und Schnur, Seil, ihr wisst, was ich meine, und gehen da mal hin und sagen, hallo, vielleicht haben die ja jemanden dabei, der unseren Vorlieben entspricht. Ja, wäre doch klasse so. Guck mal direkt mal nach hier. Und vor allem können wir dann wieder Splitter des Unerfüllten ranholen, was natürlich super wäre. Also wie gesagt, so, ich würde mal sagen, Schmelzer, Gerber würde ich auch Stufe 2 mal mitnehmen, einfach, dass wir da mal langsam hier was machen. Aber Stufe 3 wäre da natürlich ideal und Kämpfer würde ich, ja, da muss schon mindestens Stufe 3 her, damit ich sagen würde, ja, die nehme ich mit. Nee. Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Ey, wenn wir noch schneller laufen, wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn wir schneller gehen können und schneller uns bewegen durch diesen Agility-Perk, ey, dann geht die Party so ab mit dem Katana. Dann sind wir mega swift, landen schnelle Hits und sind auch noch fatal geil, weil wir halt einfach schneller sind als die meisten so. Na, das wird dann schon richtig cool. Dann können wir den immer so easy in den Rücken gehen einfach. Genau. Let's go. Zweimal, damit wir hier unseren Progress bekommen. Wisst mal Bescheid, wie es ist. Hier, mein Freund. Upsa. Das war ein bisschen wack. Geh mal einmal um ihn rum. Verschielen nochmal. Jetzt aber. Okay, jetzt haben wir den Grid. Kriegen wir hier einen Pfeil ab. Das ist in Ordnung. Mach mal den Junge schnell nackig. Der Bogenschütze muss echt ein lowes Tier haben, weil der hat jetzt, glaube ich, von 4 Pfeilen 2 getroffen bis jetzt. Okay, jetzt hat er von 5 3, das ist natürlich schon besser hier. Stufe 2, egal. Und du bist doch safe eine richtig gute Gerberin, oder? Gerber 2, sollen wir die mitnehmen? Einfach mal machen? Komm, das mach mal, oder? Ja, weil die kriegen wir nämlich auch kaputt. Hauen wir jetzt einfach durch. Ja, müssen wir vielleicht trotzdem noch unser Serum rausholen. Oh my goodness, ja, das sollten wir dringend machen. Ja, nehmen wir nochmal eins. Wo habe ich das jetzt auf 7? Ich sehe halt fast nichts wieder, ist egal. So, und jetzt unseren Knüppel. Und diesmal lassen wir uns einfach nicht so viel hitten, sagte er und hat direkt wieder 2 kassiert. Genau. Komm mal her, meine Güte. Ja, vielleicht dürfen wir da... Nee, da dürfen wir nicht nochmal fahren. Aber dann nehmen wir nochmal ein Aloe. Ja, hier sehe ich echt wenig. Jetzt mal ein bisschen hier hin. Da sehen wir ein bisschen mehr. Komm mal hierher. Ja, genau, komm mal her. Schön, guck mal. Kriegst du die Hiebe ab? Ja. Gönn dir Hiebe. Ich mag ihre Stimme jetzt schon. Okay, cool. So, dann machen wir den hier nackig. Schön. Und leinen die Gute mal an. Ha, wo ist der denn jetzt? Hä? Wo ist die hin? Da, okay. Daifari Gerber bewusstlos. Anleinen. Genau, easy. Nehmen wir die schnell mit. Ja, die folgt uns jetzt schön.
Also was heißt Folgen? Für die von euch, die es nicht wissen, die rutscht jetzt halt hinter uns auf dem Boden her. Ja. Direkt mal ein paar erste Schliffwunden abholen, so ein paar Schirfwunden. Wissen wir alle Bescheid, wer ist noch nie irgendwie vom Fahrrad, Skateboard, sonst was, einfach mal auf dem Asphalt gerutscht. Muss man mal gemacht haben, finde ich, muss man mal gemacht haben. Hier, guck mal, zack, rein mit dir. Genau, und jetzt brauchst du hier noch ein bisschen Food. Und dann wirst du da drin richtig schön gefügig gemacht. So, guck mal, hier, zack. Viel Spaß. Ah, das ist jetzt ja tatsächlich die Person, die mal reingetan hat. Ist ja cool. Ja, gönn dir. Coole Sache, oder? Früher war das immer irgendeine random Person, die da rumwalkt. Aber nicht die, die ihr da reingetan habt. Das ist aber schon eine ganze, ganze Weile her. Ja, da war Conan Exiles noch in den Startlöchern, wenn man so will. So, jetzt holen wir noch den Turga ab, ist ja Logo, denn ich glaube, dann haben wir unseren Prozess voll für diese eine eine Herausforderung und das wollen wir natürlich, ist ja klar. So, mein Freund, wo bist du? Oh, und dann müssen wir natürlich noch ihre Truhe plündern, ist ja auch klar. Wo ist er? Ah, da, genau. Kommst du mit? Ein Stück irgendwie ins Hellere so. Ja, das sagst du immer und dann kriegst du jedes Mal auf den Sack, das sollte dir doch langsam mal auffallen, oder? Ja, genau. So wie es immer läuft, mein Freund. Wo ist er jetzt? Alter, ich sehe nichts. Da ist er. Ja, nice. Perfekt. Okay. So. Hier könnten wir auch mal ein bisschen mehr ausleuchten. Da freuen die sich bestimmt auch, wenn wir denen hier so einen kleinen Dienst tun. Tierhaut, geil, Wasserkugel, Knochen und Stein. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spot. Ja, hier ist echt sehr dunkel. Wir sollten echt mal die ganze Gegend einfach ein bisschen mehr ausleuchten. Weil dann würde ich sagen, ist das mit der Gamma, wie ich sie gerne eingestellt habe, auch echt kein Problem mehr. Hey, eine Fliege, das ist ja super. Fliegen fangen ist im Übrigen echt easy. Hm, ich weiß nicht, ob ihr den Skill habt. Ah, du nervst schon intens. Ja, Land wo, dann habe ich dich. Ja, easy. Jo, lässiges Gameplay. Gar kein Problem eigentlich, ja. Na, man muss nur über Fliegen wissen, dass die von da aus, wo die sitzen, immer erstmal distanzsuchend losfliegen. Das soll heißen, wenn die an der Decke sitzen, dann fliegen die erstmal nach unten. Ja? Wenn die an der Wand sitzen, dann fliegen die erstmal von der Wand weg. Das ist immer so den ihr Gameplay. Wisst ihr, wie ich meine? Also das machen die. So funktionieren die halt. Das heißt, wenn, ja, ich kann es euch gleich mal zeigen, sobald wir hier noch ausgenommen haben. Wenn ihr eine Fliege habt, die hier sitzt, dann wird die so hoch fliegen, um zu flüchten, bevor die irgendwie dann irgendwelche anderen Manöver abzieht. Die suchen immer erstmal Distanz zu dem Punkt, von dem aus die losfliegen. Das heißt, wenn die jetzt hier sitzt und ihr macht so circa 5 cm über ihr so, dann habt ihr die meistens lebendig in der Hand und könnt sie einfach nach draußen werfen. Das klappt so gut, dass Leute immer Todesrespekt vor mir haben, wenn irgendwo auf einer Party oder wir chillen irgendwo oder in der Uni und du fängst die einfach schnell. Na ja, gar kein Problem für mich. Also wirklich gar kein Problem. Wenn man, wie gesagt, wenn man weiß, wie die da ticken, dann ist das so easy, die zu fangen, dass es fast schon ein Joke ist. Ja, also, ja, wisst Bescheid. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch die Kamera vorher gesehen hat, aber sie war auf jeden Fall in meiner Kralle drin. Das ist manchmal das Problem. Ja, neulich saß ich auf dem Sofa, habe eine gefangen und habe die dann in meiner Hand aber nicht gespürt irgendwie. Und dann war so, damn, habe ich sie jetzt gefangen oder nicht? Dann habe ich die Hand aufgemacht und dann war sie halt drin und dann musste ich sie halt nochmal fangen. So, ja. Man sollte dann lieber draußen gucken oder halt an dem Ort, an dem man sie ja, loswerden will. Ich töte die halt immer ungern. Ich töte generell ungern irgendwie Tiere so. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass man die so lebendig fangen kann. Also ja, falls ihr da irgendwann mal die nächste Fliege in eurem Dojo habt, versucht mal die Pesche-Technik. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Wenn es nicht verkackt, dann haut es ziemlich gut hin. So, looten wir die hier leer. Nehmen alles mit. Haben schön Splitter des Unerfüllten generiert. Ja. Da wurde mir noch ein Comment dazu geschrieben. Yo, bevor du die erste Person ins Rad der Schmerzen reinhaust, zieh mal noch die Zeit davon ein bisschen hoch, weil die ist schon aus der Hölle stellenweise, diese Zeit. Vor allem, solange man keinen getreuen Meister hat, der da daneben steht und das so ein bisschen beschleunigt. Ja, müsst ihr mal Bescheid sagen. Ich glaube, für ein Tier 4 braucht man fast 25 Stunden. Und in-game 25 Stunden, wisst ihr, wie ich meine, das sind bei uns jetzt 50 Episoden.
Und ich sehe es nicht, 50 Episoden lang an einem Typ rum zu, ne, dass der eben dann getreu wird. Das, nee, oder? Das machen wir nicht. Also könnt ihr mir gerne mal in den Comments da lassen, ob ihr das auch cool findet, wenn wir da den Intervall etwas hochstellen, damit es schneller geht. Weil da muss ich schon sagen, das finde ich einfach ein bisschen unproportional zum Rest, wenn man so will. Also was hier sonst so wie lang dauert, ist meistens okay, aber 25 Stunden ist schon eine Menge Zeit. So, so guck mal, so sieht es doch gut aus. Ah, die Ziegel wollte ich ja noch rüberbringen, genau. Dann haben wir noch Tierhaut und der Rest kann auch rüber. Machen wir das mal noch schnell. So, jetzt muss ich hier gerade mal gucken, wir sind bei 20 Minuten, das ist doch gut. Das ist doch klasse. So, schauen wir uns das mal an. Wie steht es eigentlich um unsere Rüstung? Ah ja, die ist topfit, hier bei irgendwie 75% oder so. Kommt die da super klar, würde ich behaupten. Recordet hier eigentlich alles? Ja, Akku ist immer noch voll. Da recordet und hier läuft der Timer. Alles pure Ehre. So, Freudendom. Ja, Ziegel haben wir genug. Geformtes Holz. Okay, das heißt, wir brauchen noch mehr Holz. Das können wir natürlich machen. Ah ja, genau, die können rein. Dann können wir hiervon mal 8 herstellen. Easy. Okay. Mhm. Das heißt, wir haben nach diesen 8 17 solche Münzen. Und noch 5 davon übrig. Das heißt, wir bräuchten noch 8 Leute, nachdem wir die alle verschwendet haben, damit wir bei unserem Freudendom hier auf die 30 kommen. Die Eisenverstärkung, muss ich gucken, genau, werden die gerade noch hergestellt, damit das die ganze Zeit nebenher läuft. Das wäre schon schön. Und dann holen wir noch viel Holz für geformtes Holz. So, jetzt gucken wir gerade mal nach. Eisenverstärkungen, wie sieht's aus? Ja, gut, die werden noch hergestellt. Klasse, dann füllen wir da mal mehr Eisen nach, damit da direkt noch mehr gemacht werden können. Hier, ja, mach mal alle, Alter. Warte, was? Sind das verschiedene? Ne, das passt schon, gell? Stahlverstärkung kommt erst später, ja. Easy, okay, cool. So, dann würde ich sagen, der Rest passt. Unsere Leine und den Knüppel können wir wieder ablegen, braucht man zum Holzfarmen nicht. Das ist in Ordnung. Ach so, die legt es dann erstmal hier rein. I see, aber unser Abhäutemesser können wir mitnehmen und die Sichel brauchen wir eventuell, ja, wird sich zeigen. Müssen wir schauen. Nochmal ein paar Hände voll Insekten mitzunehmen, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Wäre nicht verkehrt, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich mache auch erstmal das Holz hier oben, oder? Wenn wir dann jetzt diese Episode beenden, können wir in der nächsten nämlich direkt nochmal für das ganze Holz hier gehen. Also was heißt das Ganze? Er ist jetzt ja echt beim besten Willen nicht viel, aber es ist schon mal eine kleine Menge, mit der man schon mal gut losstarten kann, würde ich sagen. Außerdem gefällt es mir hier oben bei uns auch einfach gut. Ich finde, das sind auch coole Bäume so. Ich mag, dass die so fasrig sind. Weiß jemand von euch, was das für Bäume sind? Ist da jemand irgendwie zwecks Flora und so ein bisschen versiert? Schon irgendwas Palmenartiges, oder? Weiß nicht, wie man so einen Baum nennt, aber ich finde die auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben auch ein schönes Schadensmodell, wie die dann am Ende immer zerploppen. gefällt mir ganz gut. So, hier nehmen wir direkt den nächsten auseinander. Genau, da muss das Holz gehackt werden. Schau mal, sind wir schon wieder bei 245. Das geht echt schnell eigentlich. So ist es ja nicht. Aber für geformtes Holz braucht man schon 600 Stück, oder? Damit wir unsere 60 geformten Hölzer da rauskriegen. Das heißt, ja, schon noch eine ganze Menge her. So ist es nicht. Alter, der ist echt groß, gell? Den kann man ganz schön lange bearbeiten. Das ist eigentlich cool. Dann, Sobald wir unseren Freudendom haben, können wir dann, glaube ich, auch mit unserem Kompost langsam mal loslegen. Denn man kann im Freudendom das umwandeln, was man hier, glaube ich, braucht. Beziehungsweise man kriegt, glaube ich, direkt sogar das hier raus. Das heißt, das wäre vielleicht eine coole Option. Ja, dann könnt ihr mir gerne nochmal dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt, was genau das nochmal war, dieses Zeug, das man da braucht, um letzten Endes den Dünger rauszubekommen. Denn ich bin gerade echt nicht mehr ganz sicher. Nee, nicht Daivari-Banner, der steht da ein bisschen im Weg, merke ich gerade. Okay, da müssen wir vielleicht noch was dran ändern, aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir dann nachher oder das nächste Mal. Wisst Bescheid, das eilt jetzt nicht in dem Sinne. So, gehen wir hier mal durch, hauen da mal wieder ein bisschen was drauf. Let's go. Okay, ich dachte, wir können da kurz zwischenlanden. Hat nicht so geklappt. Hier habe ich doch auch noch einen. Genau, den nehmen wir direkt mit. Mhm. Ja, Leute, dann nimmt es richtig Form an. Oh, und dann können wir uns die coole Rüstung machen. Ey, wenn wir das nächste Episode hinbekommen, alle restlichen Ingredients fertig zu machen
um dann quasi finally mal losgehen zu können, den Freudendom zu bauen und dann Seide farmen zu gehen. Das wird, wie gesagt, echt ein Abenteuer. Darauf habe ich schon richtig Bock. Ich weiß, ich tease es jetzt seit einigen Folgen an. Aber jetzt sind die Episoden natürlich auch kürzer, wisst Bescheid. Es kommen ja aber auch mehr pro Woche. In dem Sinne, na, kommen wir auf derselben Ratio raus. Deswegen, ich bin einfach nur gespannt. Ich habe richtig Bock, mich auf den Weg zu den Spinnen zu machen. Das wird sehr, sehr unterhaltsam werden. Da bin ich guter Dinge. Und ja, dann vielleicht auch mal so ein einzelnes Spinnili ausprobieren. Wäre ich jetzt schon nicht abgeneigt, ja. Will ich eigentlich schon mal getestet haben. So, hacken wir das noch weg. Jetzt sehe ich, hier ist mein Timer in 2,5 Minuten down. Das heißt, wir werden wahrscheinlich während dem Holzhacken hier die Episode beenden. Ist ja aber auch eigentlich kein Thema. Werden wahrscheinlich immer ein bisschen abrupter enden als früher. Da habe ich mir für das Outro dann immer gerne mal ein bisschen Zeit gelassen, wie ihr bereits ja gesehen habt in dem Fall. Kann dann sein, dass das stellenweise mal so ein bisschen abrupt kommt. Ich bitte dies zu verzeihen, aber wie gesagt, ist eben gerade die beste Möglichkeit, damit umzugehen. Ah, ist die Fliege wieder. Keine Sorge, nachher fange ich dich. Und dann, ja, es tut mir dann halt auch immer ein bisschen leid. Wisst ihr, wie ich meine, mittlerweile ist draußen so kalt, die wird draußen safe innerhalb kürzester Zeit verrecken. Und dann immer so, ja, ich werfe die raus, dann töte ich die ja nicht, aber letzten Endes unterschreibe ich damit halt ihr Todesurteil. So, vielleicht lasse ich sie auch einfach hier drin, sollte hier noch ein bisschen chillen. Wird wahrscheinlich eher eine der letzten sein, die ich dieses Jahr sehe. Dann kann ich mich noch ein bisschen dran erfreuen, wie die einfach so auf meinen Mund sitzt oder so. Ja, dann, oder so auf meinem Essen sitzt. Wisst ihr, wie es ist. Wer hat keinen Bock auf Fliegen? Die sind ja auch gar nicht nervig, so. Das geht ja voll klar. Oh Mann, Fliegen. Schon auch ein irres Leben, hey. Ich denke mir immer, wie Zeit für die gehen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind so viel kleiner und so viel schnelllebiger. Ob jetzt denen ihr Leben, denen großartig kürzer vorkommt als uns unseres oder länger oder wie auch immer, wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln. Wisst ihr, wie ich meine? Für die bewegen wir uns ja hardcore in Zeitlupe eigentlich. Außer natürlich, man fängt die auf die Pesche Methode, dann wären die zwar eigentlich in der Lage auszuweichen, aber die sind halt einfach nicht so programmiert, dass die dieser Methode ausweichen können. Das ist halt denen ihr Problem. Ja? Die gehen ja quasi in die Falle, weil sonst eine Fliege aus der Luft zu fangen ist eigentlich nicht so easy. Habe ich aber auch schon geschafft. Und vor allem das Wichtige, wie gesagt, an der Technik ist, dass man die tatsächlich lebendig damit fängt. Das finde ich halt das Allercoolste daran. So. Muss ich echt nochmal betonen an der Stelle. Eieiei, das mit der Sichel immer auf die 6. Ich krieg das einfach nicht hin, die 6 zu drücken oder die 5. Ab da wird es einfach schwierig für mich. So ohne hinzugucken, ist einfach nicht easy. So, ja, Leute, dann würde ich sagen, hier langsam ein guter Spot, um mal so ein bisschen das Outro vorzubereiten. Ich finde, es war eine sehr erfolgreiche Episode wieder. Ich bin echt gespannt auf den ersten Schnitt jetzt, nachdem ich hier die ersten 3 Episoden aufgenommen habe. Das wird sehr, sehr interessant werden. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, ich wünsche euch was. Stay hydrated, stay Conan Exiles. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Oh ja, perfekt, siehst mal. Ah, okay, es gibt dann einen Sound. Ja. Cool, cool. Ja, danke. Haut rein. Hä? Meine Crew pump ich hoch. Den Bandit pump ich hoch. Mein Garo pump ich hoch. Pump ich hoch. Abonnieren pump ich hoch. Yeah.